Ganz herzlich begrüße ich die Künstlerin und die beiden Künstler dieses Abends und den Senior-Kunst hier in unserem Kreis. Auch begrüße ich ganz herzlich. Und ich begrüße unsere Ausstellungsleiterin, Frau Dresinger. Ich bin verpflichtet, Sie hinzuweisen auf die Corona-Regeln. Abstand gegen Altersmaßnahmen. Das sind die Forderungen. Ich bitte Sie zu verstehen, dass wir den Ausschau machen. Wie es in Jahrzehnten gebräuchlich war, wir dürfen nicht üben. Man hofft natürlich, dass diese Zeiten wieder kommen werden. Ich danke Ihnen fürs Verständnis. Ich danke Ihnen allen, dass Sie zu dieser Ausstellung kommen, die jetzt wieder länderübergreifend ist. Das ist jetzt seit dem Abschluss von Mai wieder die erste Ausstellung, die wir länderübergreifend machen dürfen. Diese Ausstellung wurde ja verschoben um gut einen Monat, weil wir nicht sicher sein konnten, dass unsere Künstlerin und unser Künstler aus dem Nachbarland zu uns kommen dürfen. Umso herzlicher sind Frau Macht und Herr Spierer hier in der Sonderbank. Ja, guten Abend. Das hat sich dran gewöhnt. Die Ausstellung hat nicht nur später eröffnet, sondern sie hat auch einige andere Wolken gelegt, weil sie dann Valentin Ogerbauer mit Thema Neuseite ausstellen soll, die zurückgehen musste aus persönlichen Gründen, was für mich eine große Chance war, eben kurzfristig Leute reinzubringen in die anderen Wolken, die mir wichtig sind. Und das ist die Katharina Acht, die kannte ich schon vorher. Und die habe ich dann sofort angeguckt und dachte mir, das schwingt so gut mit den Arbeiten von Oderbauer. Dann gab es von mir Recherchen für die Zukunft der Adlerkapelle, was kann man noch bringen? Und dann bin ich auf Patrick Schmieder gekommen und habe gesehen, Mensch, da ist ja ein Schüler von meiner sehr verehrten Professorin Monika Bonicini und der ist in Scherde und diesen großartigen Künstler, da war nicht so viel zu sehen. Und dann dachte ich, da muss ich unbedingt auch einbringen, bevor es jemand anderes in den Bösmenschen wehtut. Also er war nicht schon ein bisschen zu sehen, aber war eine große Freude. Und ja, dachte ich, der schwingt auch gut. Jetzt ist natürlich, wenn man sowas ein Pferd von hinten aufzeigt, wird man schuldig, weil man sagt, ja, man muss die Dinge ja zusammenbringen. Also es ist eigentlich etwas unmögliches Vorgehen. Aber manchmal sieht man Dinge, die man nicht sieht. Also, oder erschwert das vielleicht. Und mir ist dann sehr schnell aufgegangen, dass die drei Künstler extrem viel verbindet. Nämlich, dass sie eben sich Dinge aus der Realität nehmen, aus dem Umfeld, das wir ganz gut kennen, und was völlig Neues daraus machen. Und zum Beispiel bei der Katharina Acht, die hat in ihren Werkbänden, hat sie Denkmalte von Fernsehen, das ist auszusehen, die Fotografien, dass es eben ja, eine Landschaft, eine klassische Landschaftsfotografie ist, dass man sieht, dass sie Dinge einfach Teile von Landschaften nimmt und ihre eigene Landschaft macht. Bei Valentin Oderbauer, der hat ja im Aufbau, der schon gesagt, ich sage gar nicht der Elf, und dann gesagt, nein, das ist jetzt wie Umzug. Und dann hat er also Spur, Tisch und Tisch und Tisch eingeschleppt. Und auch hier haben wir das ja eigentlich. Anleitung von, was wir im Alltäglichen mit dem wir immer umgehen und transformieren in das Leben Neues. Ebenso bei Patrick Schmierer, da sind wir hier in diesem Raum die Werke an der Folie ausgesehen, von rechts zum Beispiel, und da ist er also bei ihm im Studium schon aufgefallen, das ist ja irre, aber diese Oberfläche und dann drunter, das ist dann so bearbeitet, das ist ja ungewöhnlich. Und dann hat er mir erzählt, dass das ja sich mit ihm einfach nicht diese typischen Materialien unbedingt, die man sonst so gerne mitnimmt, sondern dass es eben Spielwerk ist, also Autor, Geburtslage unter anderem. Und was man auch noch gesehen hat, die haben alle so ein gleiches Format. Und auch da war es einfach bei der Fotografie beginnt, nämlich beim Polaroid-Format. Das heißt also, das sind alle vom Maße in Polaroid, aber als einfach 10 mal größer. Und das
ja, mittlerweile sind in der Natur und in der Natur neue Projekte entstanden, zu beginnen auch die Schneelandschaft. Da hat sich auch der Blick oder da hat sich auch das künstlerische Arbeiten verändert in der Welt. Katharina, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was in deinem 21. Leben für dich wichtig war, was für uns ja zu tun war. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Hallo, von meiner Seite freue mich sehr, dass ich da im Passau ausstellen darf. Ich habe sehr viel Einladung gehabt und es ist ja was Besonderes auch, es ist die erste Auftragsreise. Ja, zu meiner Serie, die Eva schon richtig gesagt hat, da ist hart angefangen mit der Serie Schneelandschaft, die ich genau vor 10 Jahren da insgesamt weil das erste Mal gezeigt habe. Ja, das ist eben Guerilla-Bistro.
Das war der